Herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Schön, dass ihr dabei seid. Letzten Sonntag haben wir hier im Gottesdienst Erntedankfest gefeiert und ihr seht mich hier zwischen den wunderschön geschmückten Altarstufen sitzen. Nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Claudia Schwall, die zusammen mit ihrem Mann Bernd die Kirche so toll geschmückt hat. Ja, Erntedank, das ist heute auch mein Thema. Für viele nicht mehr so wirklich ein Grund zu feiern. Als ich letzte Woche im Kindergartengottesdienst zum Thema Erntedank so gefragt habe, warum wir Gott Danke sagen wollen, da war das für einen Jungen ganz schwierig zu verstehen. Warum soll ich Gott Danke sagen? Wir kaufen doch unsere Lebensmittel im Supermarkt. Leider denken das nicht nur Kinder, sondern auch ganz schön viele Erwachsene. Tragisch finde ich das. Es gibt zwei Haltungen, durchs Leben zu gehen. Und sie spiegeln sich ganz gut in zwei Zeitungsannoncen, die ich vor vielen Jahren mal gelesen habe. Da war die erste, einer schrieb da bei den Kleinanzeigen: Ich danke Gott und dem Opel-Fahrer, der letzten Mittwoch durch sein beherztes Bremsen mein verunglücktes Überholmanöver irgendwie doch noch zum Guten gewendet hat und mir so das Leben gerettet hat. Und dann, ein paar Tage später, nochmal Schwein gehabt, der Opel-Fahrer. Zwei Lebenshaltungen. Nochmal Schwein gehabt oder ich danke Gott. Zwei Sichtweisen genau desselben Ereignisses. Bei Schwein gehabt, da atme ich einmal tief durch und gehe dann wieder zur Tagesordnung über. Ich danke Gott. Da lebe ich in dem Bewusstsein, dass da noch einer ist, der mein Leben in seiner Hand hat. Und ich frage dich, wie lebst du? Das Erntedankfest ist zum einen Erinnerung, aber auch Bekenntnis. Ich danke Gott. Im Hebräerbrief heißt es in Kapitel 13, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen Jesu zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Ich frage mich immer wieder, wie das gelingen kann, dass diese Dankbarkeit in unser Leben hineinkommt. Und ich sehe hier drei Hinweise. Der erste: Gott mit dem Herzen danken. Schon unseren Kindern bringen wir bei, wie sagt man? Aber das ist eben genau hier nicht gemeint. Das schafft noch keine wirkliche Dankbarkeit. Das Geheimnis wirklicher Dankbarkeit ist, dass sie aus dem Herzen herauskommt. Oder andersrum gesagt, wir lassen uns zu Herzen gehen, was Gott für uns getan hat und was er uns schenkt. Wir nehmen es bewusst als Geschenk Gottes. Das Essen, das wir jeden Tag haben, ein Geschenk Gottes. Die Bewahrung, die wir oft erlebt haben, ein Geschenk Gottes. Und wer sich jeden Tag nur ein paar Minuten Zeit nimmt, darüber nachzudenken, was ihm alles Gutes geschenkt ist, der wird ganz schnell merken, ja, wir sind unglaublich reich beschenkt. Und du wirst dann auch gleichzeitig spüren, wie du innerlich angerührt bist, wie du von innen heraus dankbar wirst. So beginnt Dankbarkeit aus dem Herzen raus. Und es führt fast automatisch zu einer ganz tiefen, engen Verbindung mit Gott. Denn dadurch spüre ich doch, Gott ist da, er begleitet mich, er führt mich und er lässt mich selbst in Krisen nicht allein. Gott mit dem Herzen danken, das ist dann sowas wie die Antwort auf Gottes Zusage: Ich bin immer bei dir. Das zweite, Gott mit dem Mund danken. Wirkliche Dankbarkeit bleibt nicht innen. Dieser Autofahrer, der musste das irgendwie rauslassen, seine Dankbarkeit, dass da kein schlimmer Unfall passiert ist. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gespürt. Wenn du ganz tief ergriffen bist, ganz tief dankbar bist, dann willst du anderen davon erzählen. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass es uns so schwer fällt, auch davon zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, was wir Gott verdanken.
Und umso wichtiger empfinde ich solche Feste wie das Erntedankfest, ein öffentliches Bekenntnis, das uns vielleicht auch Mut macht, das nächste Mal im Alltag meiner Kollegin, meiner Nachbarin oder meinen Freunden zu erzählen, was ich erlebt habe mit Gott und wo ich ihm dankbar bin. Und noch das Dritte, Gott mit den Händen danken. Gott mit den Händen danken, das hilft, dass der Dank nicht einfach nur so ein Lippenbekenntnis ist oder ein frommes Wort. Wenn der Dank die Hände erreicht, vielleicht sogar den Geldbeutel öffnet, dann muss er stark sein. Wenn der Dank dazu führt, dass wir unsere Welt schützen, dass wir Frieden halten und uns für Gerechtigkeit einsetzen, dann ist es kein gedankenloses Danke mehr. Solchen Dank will Gott. Gutes tun und mit anderen zu teilen, das vergesst nicht, das gefällt Gott. Echte, bewusste Dankbarkeit öffnet sich, tut Gutes, teilt, bringt vielleicht sogar Opfer. Schwein gehabt oder ich danke Gott? Danken verändert. Und wenn wir erst in diese Haltung des Dankens reingekommen sind, dann wird uns an allen Ecken und Enden bewusst, wie reich wir von Gott beschenkt sind. Herzen, Mund und Hände werden ergriffen. Und das tut total gut. Denn dann merke ich, Gott ist da. Was er uns in Jesus zusagt, das wird erlebbar. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Gott sei Dank. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Bleibt gesund und behütet und im Frieden Gottes. Bis zur neuen Zuversicht Gedanken am kommenden Mittwoch. Euer Siegfried Weber.